Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zu diesem Pokémon Showdown Match. Ja, einige wundern sich vielleicht, warum kein Wi-Fi-Kampf kommt. Dazu muss ich ein paar Dinge sagen, das wird jetzt ein bisschen dauern. Es ist recht wichtig, aber falls es euch nicht interessiert, dann springt zu dem Zeitpunkt, den ich euch jetzt anzeige. Ich muss sagen, Wi-Fi-Kämpfe nerven mich inzwischen ein bisschen. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass viele von euch das gerne sehen. Aber das ist wie, wenn man sein Lieblingsessen isst. Dann ist es erstmal ziemlich lecker, aber wenn man es jeden Tag immer und immer wieder isst, dann kommt es einem irgendwann zu den Ohren raus. Und dasselbe Problem habe ich jetzt einfach inzwischen mit den Wi-Fi-Kämpfen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt statt Wi-Fi-Kämpfen Pokémon Showdown-Matches, die dafür ein bisschen öfter. Ich werde wieder Wi-Fi-Kämpfe machen, aber ich habe mir überlegt, ich fange damit im Oktober wieder an. Denn dann kann ich mir jetzt 2 Monate Pause nehmen und kann dann auch nach meinem Geburtstag anfangen. Mit ein bisschen Glück dann sogar mit einer Capture-Card, aber das sehen wir dann. Auf der Gamescom, auf der ich und Tim ja sein werden, werde ich trotzdem, falls ihr da seid und mich seht, wir werden wahrscheinlich dann über Twitter und Facebook und so Statusnachrichten raushauen. Ich werde da trotzdem gegen euch kämpfen, wenn ihr dann möchtet, so ist das nicht. Es ist nur so, dass ich ein bisschen die Lust verloren habe an den Wi-Fi-Kämpfen und wenn sie mir keinen Spaß machen, will ich auch keine Videos dazu machen. Tut mir leid, ich weiß jetzt speziell mit dem neuen Design und so, worauf ich eigentlich relativ stolz bin. Ist es sicherlich enttäuschend für einige von euch, aber wenn ihr mich dafür deabonnieren wollt, meinetwegen. Ich kann euch nicht aufhalten und ich werde es auch nicht tun. Es werden stattdessen mindestens einmal die Woche Showdown-Kämpfe kommen. Und ja, dazu dann auch noch, ich möchte jede Woche gerne ein Theme in mein Team bringen. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, diese Woche nehme ich als Thema League of Legends. Das heißt, alle meine Pokémon sind Champions nachempfunden, werdet ihr auch sehen. Und die haben natürlich auch die passenden Spitznamen. Sonst noch was? Ja, wenn ihr eine Idee für ein Theme habt, ich war zum Beispiel überlegen, Full Metal Alchemist zu nehmen oder Anime im Allgemeinen, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Aber wollen wir die Teamanalyse erst machen? Machen wir eine Teamanalyse? Ja, komm, können wir eigentlich machen. Müsste das sogar so sehen, kann man nicht durchscrollen, ne? Genau. Wir haben Malphite, mein Regirock, physisch defensiv, soll die Stealth Rocks rauslegen und mit Donnerwelle die Gegner ein bisschen crippeln, kann sich mit Drain Punch hochheilen und Rock Slide ist der Stab. Anivia, mein Arctos, ist meine Special Wall, kann mit Toxic Roost und Substitute gut ausdollen. Volibear, mein Ursaring, ich weiß, dass das Eisbären-Pokémon besser wäre, aber es ist nicht besonders gut. Ist übrigens ein Never-Use-Team, war zufällig eigentlich. Mit Fassade, dank dem Flame Orb und Guts als Fähigkeit und dann Nahkampf, Erdbeben und Knirscher. Cannon, mein Raichu, mit Voltwechsel und Donnerblitz als Stab- und Rauswechselmöglichkeit, dem Fokusstoß und dem Strauchler. Alistar, mein Tauros, mit Stan Headbutt, Rückkehr, Erdbeben und Rockslide, einfach ein Powerhouse. Und mein Renekton, das ist das... Pampa heißt noch auf Deutsch. Ah, komm ich nicht drauf, auf jeden Fall für Alligator. Mit Drachentanz, Erdbeben, Ice Heap und... nicht Aquaknarre. Waterfall. Danke, das habe ich noch vergessen zu ändern. Informationen zu allen Pokémon sind unten in der Videobeschreibung. Deswegen gehe ich hier nicht allzu sehr drauf ein. Und würde sagen, suchen wir uns ein... Never Used Gegner. Okay, ist ein Lifter Upper, so heißt er. Und wir müssen mit einem Pokémon anfangen. Ich würde sagen, angesichts des Teams fangen wir mit Renekton an. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank an Fanmade Let's Play, der mir erklärt hat, wie man das, wie man so anderes Design hinbekommt bei Pokémon Showdown. Und ich nehme an, dass die Chibi-Version von meinem Original Character, wie man so schön sagt, oder Fan-Character, da an der Seite, ich nehme an, dass er euch aufgefallen ist. Kommt von einer DeviantArt-Userin namens Holy Elf Girl, die den für mich gemacht hat. Link ist in der Videobeschreibung. So, womit fangen wir denn an? Nehmen wir mal einen Dragon Dance. Mal schauen, was er dagegen macht. Donnerzahn, geht daneben. Das war überhaupt nicht Glück. Das ist die falsche Attacke. Ich will Waterfall, danke. Ich habe selber keinen Sound übrigens. Ich werde andere Musik für euch einspielen. Denn die Musik hier ist einfach die typische Kampfmusik und die mag ich nicht besonders gerne. Also bekommt ihr wahrscheinlich wieder Tracks von Glitch X City zu hören. Ja, dass der Waterfall nach einem Dragon Dance ausreicht, war eigentlich klar. Ich würde übrigens 3 Matches machen.
Ich war mir überlegen, das so zu machen wie Tim mit drei Matches in drei Videos, aber dann dachte ich mir, nee, komm, fuck it. Und das sieht man gerade, also wir haben schon zwei Pokémon rausgenommen mit Renekton. Wie gesagt, das ist ein Powerhouse. Auch wenn ich, ja, da hat er aufgegeben. 1 zu 0. Ich muss sagen, allgemein läuft das Team relativ gut im Never Used. Im Rarely Used, da war es vorher drin, ging es nicht so. Was haben wir denn hier? Ebenfalls sehr interessant. Ich liege mal wieder mit Renekton. Ich werde sie auch nur bei ihren League of Legends Namen nennen. Ist natürlich, wenn ihr nicht League of Legends spielt, jetzt nicht so cool für euch. Gib ich zu. Aber das tut mir leid. YouTuber wäre eigentlich auch ein cooles Thema. Sollte ich vielleicht mal tun. Könnt mir in die Kommentare schreiben. Ich bin am Überlegen, zweimal die Woche hochzuladen. Denn ich möchte jetzt auch einmal die Woche 30 Minutes Off hochladen. Und, okay, Knockoff. Und dann ganz gerne ein bis zweimal die Woche Pokémon Showdown. Was im Fokus angeht. Oh, komm schon, 3 HP. Na gut, wäre zumindest am Gift verrecken. Was im Fokus angeht, kann ich nichts versprechen. Ich sehe gerade, ich bin minimal übersteuert. Das sollte ich mir mal angucken in der Aufnahme. Denn. Ja, komm, Liebe. Da weiß ich nicht, ob ich da denn auch noch so viel Lust zu habe. Muss ich mal schauen. So, natürlich triggert in dieser Runde noch nicht unser Dingens Orb und ich habe vergessen, Schutzschild drauf zu tun, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ah, dazu hat er mir den Flame Orb weggenommen. Moment. Wieder da. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Denn damit hat er unseren Schaden ziemlich reduziert. Aber wir machen immer noch mehr Schaden mit dem Step-Fassade. Okay, ja, booste dich mal. Meinetwegen, habe ich kein großes Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Oh, Das 4%, doch. Das 4 sexy Prozent. Na gut, sein Goose hat vorhin auch überlebt. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Miss Magis. Ich glaube, er ist schneller als ich. Oh, ein Substitute, okay. Ja, ich crunch mich mal durch den durch, ne? Crunch, 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 crunch. Nu, Energy Ball. Ich würde ja nie wieder rausschicken, aber ich fürchte, das Ding ist schneller und wird sich dann mit einem Dingens verstecken. Also schicken wir einfach mal Cannon, unser Raichu, raus. So, jetzt ist die Frage: Predikte ich den Switch in Sandslash und gehe auf Grass Knot? Nee, komm, Thunderbolt. Das war gut. Calm Mind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Donnerblitz trotzdem ausreicht. Schlimmstenfalls wechselt er jetzt raus und mein Angriff geht ins Leere. Aber das. Ja. Oh, Knuckles. Ich mag den Namen. Ich weiß nicht, ob ein Erdbeben ausreicht, um mich zu killen, aber ich weiß auch nicht, ob ein Grassknot ausreicht, um den zu killen. Gehen wir einfach mal in Anivia, denn entweder benutzt er Erdbeben oder Tarnsteine. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ja, komm, Substitut. Ich weiß nicht, was. Okay, ich dachte, er wechselt vielleicht aus. Oh, er versucht mich zu vergiften. Das ist natürlich gut, weil ich dasselbe vorhab. Schick mal deinen Cryogonal raus. Stört mich ehrlich gesagt nicht. Denn ich werde mich jetzt einfach mal ein bisschen substituten. Ja, das mache ich. Während du am Toxin abnippelst. 2 zu 0. Das läuft schon mal ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ihr seht meinen Mauszeiger, ne? Sehe ich jetzt erst. Das tut mir leid, den werde ich in der nächsten Aufnahmesession rausgeschnitten haben. Oder ausschalten. Aber es steht 2-0. Und ja, mein Rating ist nicht wirklich hoch, sage ich mal. Ich glaube, ich bin jetzt auf 1200.
Ebenfalls ein Feraligatr. Das ist doch mal interessant. Womit leadet er? Ich lead einfach mal mit Renekton. Denn Renekton scheint mir ein ganz guter Lead zu sein. Das andere, wenn er mit dem Kamerup leadet. Ich Dragon Dance, denn ich gehe von dem Switch aus. In Sceptile. Was mich nicht stört, denn ich denke, ich bin schneller. Und kann ihn mit Ice Punch One-Hitten. (lacht) 3-0. Aber weil ich 10 Minuten ein bisschen kurz finde, zumal ich irgendwie 2 Minuten davon geredet habe, machen wir noch einen Kampf. Und dieses Scheißvieh, ne? Oh, sieht so dumm aus. Willi natürlich wieder mit Renekton. Er mit seinem Archaeops. Finde ich recht interessant. Denn... Wir wechseln mal an Malphite. Ich weiß nicht, was das Viech kann. U-Turn. Okay, es kann U-Turn. Dann hätte ich doch einfach auf den Dragon Dance gehen sollen. Ja, doch, ich hatte... Fuck, mit dem Dragon Dance hätte ich sogar Electrowire rausnehmen können mit dem Erdbeben. Goddammit. Und dass er jetzt natürlich auch prompt reinwechselt. Aber wir gehen einfach mal auf die Stealth Rocks. Marowak. Okay. Das Ding ist Boden, das heißt, wir können... Überhaupt bringt uns Donnerwelle relativ wenig, da er... das Electrifier und das Ding hat. Wir Drain Punchen einfach mal. Schauen, wie viel Schaden das macht. Okay. Achso, dann hätte ich noch eine kleine Frage. Denn das machen wir jetzt einfach mal. Das will ich nicht vergessen, die Frage der Woche. Ich bin überlegen, ob ich... Wow, okay, es macht ein bisschen mehr Schaden als gedacht. Jetzt bin ich gerade leicht aus dem Konzept gekommen. Moment. Einige von euch kennen das vielleicht von anderen Gaming-YouTubern, dass sie so am Ende von einem Monat zeigen, was sie sich für Spiele geholt haben und so. Ich bin am Überlegen, sowas auch zu machen. Aber die Frage ist halt, ob ihr sowas sehen wollt. Denn wenn ihr sagt, nee, das ist vor so nur angeberisch, dann mache ich das nicht. Aber falls ihr euch denkt, ja, ich würde ganz gerne wissen, was du so spielst, dann würde ich das natürlich auch für euch machen. Schreibt mir das auch einfach in die Kommentare. Ich denke, das ist die beste Lösung. So, ich starte einfach mal den Timer. Er ist natürlich am Überlegen, was er machen soll, denn ich werde roosten. Er schickt sein Audino rein. Okay. Ich glaube nicht, dass das Ding mir viel Schaden machen kann. Und ich hoffe, ich bin schneller. Wahrscheinlich will er auf Toxin gehen oder so. Auf Wish. Okay. Da das Ding Wish kann, gehe ich davon aus, dass es auch Aromatherapie hat. Aber ich werde trotzdem mal das Toxin draufhauen. Und... dann mit der Attacke rechnen und einfach wieder auf den Substitut. Wofür er in seinem Mismagius wechselt, das ist... interessant. Olivioson. Ich gehe einfach wieder auf Toxic. Das ist meine beste Möglichkeit. Ja, Arctos. Man kann es auch speziell offensiv spielen. Aber ich mag die speziell defensive Variante sehr gerne. Da kommt ebenfalls der Substitut raus. Das ist jetzt nicht gut. Ich hoffe aber mal, dass der Ice Beam ausreicht. Ja, gut. Denn dann haue ich einfach mal mit dem Ice Beam drauf. Er kann ja gerne weiter sich... Wow, das Crit. Er kann sich gerne weiter hinter Substitutes verstecken. Das zieht ihm nur mehr, zieht ihm nur HP und mir gibt es die wieder. Okay, ich bezweifle, dass ein Shadow Ball mich killen wird. Er kann auch gerne noch ein Substitut benutzen. Stall ruhig meine PP. Oder AP, wie es auf Deutsch heißt. Ja, 39%. 383 Spezialverteidigung. Ist halt schon eine gute Menge. Mantax, was kann Mantax denn gegen mich machen?
Ich benutze mal lieber Substitut, nur um zu scouten. Was kann Mantax denn? Offensichtlich kann Mantax Gold. Okay. Ja, ich kann Toxic. Und das Viech kann nochmal Scald. Werd dir nicht viel bringen, du kannst mich nicht burnen, solange ich in meinem Substitut bin. Ja, natürlich, ne? Der Kampf dauert jetzt wieder 5 Jahre. Die anderen waren innerhalb von 10 Minuten vorbei, die anderen drei. Defog, okay, er hat jetzt beide Tarnsteine weggemacht. Ich dachte mir schon, dass das Viech das hat. Und ja, geh dann mal auf Roost, ein bisschen mit dem Ruheort hochheilen. Während er sich von dem Toxin dahinraffen lässt. Oh, ich find's schön, wenn Arctos so ein ganzes Team ausdollt. Ja, los, ich glaube an dich, Gegner, du schaffst das. Ich muss einfach sicher gehen und auf Delegato gehen. Denn alles andere ist mir viel zu risky. Während er sich langsam dahinraffen lässt. So, ich kann auch auf jeden Fall zwei Substitutes aufbauen. Okay, er wechselt aus. Meinetwegen soll er doch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen risky, einfach um die Sache ein bisschen aufzufrischen, denn ich weiß, dass Stolper jetzt nicht besonders schön anzusehen sind. Ich denke nicht, dass er mit dem Eisstrahl rechnet. Achso, noch eine kleine Frage, ob ihr. Er schreibt gerade, er sollte jemand einen Phaser reintun, also jemand, der quasi Brüller und so drauf hat. Naja, greift mit Wild Charge an, bringt ihm auch nicht mehr viel. Genau, ob ihr eine Facecam haben wollt, wenn ja, denn ich meine, das ist sowieso kein richtiges Design. Ich habe nur kurz das Kyokre-Bild in den Hintergrund geworfen und den Chibi darüber gesetzt. Ich könnte mir da dann noch eine Kleinigkeit einfallen lassen, damit es ein bisschen besser aussieht. Und langsam fällt sein Team doch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wer hier der MVP ist in dem. Obwohl doch eigentlich war das. Oh wow, jetzt müsste die Stone Edge. Eigentlich war das Feraligatr. Mein Impergator, so hieß das. Ha. In dem Match hier vielleicht nicht, aber in den anderen auf jeden Fall. Ah, schreibt GG. Gege. Ich glaube, ich habe in dem Match ja tatsächlich nur Arctos und Impergator benutzt. Ah, er hat aufgegeben. Na gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten, beantwortet die Frage des Tages. Also, ob ihr sowas sehen wollt, von wegen, ja, guck mal, die Spiele habe ich mir diesen Monat geholt und dann vielleicht eine kurze Review und so. Würde mich freuen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und tschö, tschö.